Vor einigen Wochen bin ich von der Apple Watch auf die Garmin Watch umgestiegen, die ich hier trage. Und ich trage jetzt schon seit ungefähr 900 Tagen das Whoop-Armband. Und für mich war es bisher so, dass ich immer beide Geräte, die Apple Watch und das Whoop-Armband, getragen habe, weil sie für mich ergänzende Systeme waren und keine Systeme, die sich gegenseitig ersetzt haben. Wir schauen uns jetzt einmal zusammen an, ob das bei der Garmin Watch vielleicht anders ist. Also schafft es die Garmin Watch, das Whoop-Armband zu ersetzen, ja oder nein? Eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es bei Garmin und der dazugehörigen Garmin Connect App kein Tagebuch gibt. Also das Feature, was bei Whoop wirklich sehr präsent ist, ist das Tagebuch, wo man zum Beispiel sagt, habe ich heute spät gegessen, bin ich früh ins Bett gegangen, etc. Was immer morgens auftaucht, was man ausfüllen sollte. Da sowas gibt es bei Garmin nicht, sodass man Zusammenhänge zwischen seinem Alltag, Dinge, die man im Alltag tut, und dem Output, also wie kaputt ist man, wie gut hat man geschlafen, wie gut ist der Recovery Score, das wird nicht abgefragt, sodass Garmin hier keine Verbindungen schaffen kann. Ich habe extra für dieses Video 2 Wochen lang die Garmin-Uhr in der Nacht getragen. Und ich finde die Uhr schon deutlich dicker, und da komme ich direkt mal ran. Hier sieht man die Uhr und hier sieht man das Whoop-Armband. Und auf dem Video fällt es vielleicht gar nicht so auf, aber das ist schon ein bisschen dicker als das Whoop-Armband. Vor allem habe ich die Garmin-Uhr in der Nacht deutlich mehr gespürt, weil sie halt dieses Display hat und ich, wenn ich dann nachts irgendwo gegengekommen bin, ich das dann auch oft gemerkt habe und dann Angst hatte, dass mir das Display zerkratzt am Bett. Jetzt geht es aber um die Schlafdaten und wie genau die sind. Und natürlich weiß ich ja gar nicht, welches Gerät, das Garmin-Gerät oder das Whoop-Gerät, die Daten besser misst. Ich kann nur sehen, ob es Unterschiede gibt. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass Whoop und Garmin unterschiedliche Ergebnisse hatten, und zwar häufig. Was sich dann am Ende natürlich auch in dem Recovery Score oder wie Garmin es nennt, dem Body Score, widerspiegelt. Ich selbst hatte das Gefühl, dass die Daten von Whoop etwas genauer waren, aber kann das hier nicht identifizieren. Man sieht aber in der Community von Garmin, dass die Leute dort in der Regel unzufrieden mit den Daten sind. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist alles super unrealistisch, aber ich habe schon einen Unterschied zwischen Garmin und Whoop feststellen können. Was ich allerdings viel, viel cooler finde bei Garmin, ist die Transparenz, denn Whoop sagt einem nicht so wirklich, wie der Schlafscore, der Recovery Score berechnet wird. Natürlich gibt es bestimmte Faktoren wie die HRV und die Schlafdauer, aber was genau dahinter steckt, welche Faktoren genau, gibt Whoop nicht preis. Und Garmin ist da viel transparenter. Also man kann sich dann nach dem Schlaf anschauen, okay, bei dem Faktor war ich gut, bei dem Faktor war ich nicht so gut, bei dem Faktor war ich sehr schlecht, sodass man für sich viel transparenter erkennen kann, warum Garmin einem einen schlechten Score gegeben hat. Und dann kann man für sich vielleicht auch sagen, okay, Garmin hat hier XY gemessen. Ich weiß aber oder ich habe das Gefühl, dass das nicht stimmt. Also zum Beispiel, vielleicht ist die Schlafdauer falsch gewesen. Dann kann ich für mich sagen, okay, Garmin hat mir Score 50 gegeben, aber ich weiß, dass es eigentlich besser war oder ich habe das Gefühl, dass es besser war. Also rechne ich nochmal 20 drauf und gebe mir irgendwie einen Recovery Score von 70. Mein stärkstes Gefühl, was ich hatte, ist, dass die Garmin-Uhr oder das ganze Garmin-Konzept mehr im Hier und Jetzt lebt und dass das Whoop-Armband viel mehr auf Langfristigkeit aus ist. Wie meine ich das? Die Garmin-Uhr hat eigentlich immer das Ziel, Sport zu messen, Sportaktivitäten. Und dabei will sie ja sehen, okay, morgen hast du eine Sporteinheit oder heute hast du eine Sporteinheit. Wie ausgeruht bist du heute, um diese Sporteinheit durchzuführen? Wie mein Verlauf im Vergleich zu den 6 Monaten davor war, ist Garmin ja eigentlich relativ egal. Garmin möchte nur wissen, wie geht es mir heute und kann ich heute meinen Lauf machen oder kann ich heute schwimmen gehen, Fahrrad fahren? Und beim Whoop habe ich viel mehr das Gefühl, dass Whoop mir sagt, hey, ich habe das Ziel, wenn du mich trägst, dass deine Gesundheit besser wird, dass dein Schlaf besser wird, dass du erholsamer schläfst, dieses ganze Thema mit Recovery und dass du auch insgesamt siehst, wie angestrengt warst du über die letzten Wochen und Monate. Und das habe ich immer wieder gemerkt, dass ich gesehen habe, okay, ich habe in Whoop viel mehr Daten, wo ich über die letzten Tage, Wochen, Monate sehen kann, wie sich gewisse Dinge verändert haben. Und bei Garmin ist es eher immer so, ja, wie lief denn die letzte Woche ab? Das Whoop-Armband erkennt automatisch Sportarten. Aber
nur nach mindestens 15 Minuten und nach einem deutlich erhöhten Puls. Was dazu führt, dass zum Beispiel bei mir Spazierengehen einfach nicht erkannt wird, weil der Puls in Klammern minimal steigt. Also sagen wir jetzt mal Ruhepuls 50 bis 60 und dann habe ich beim Spazieren einen Puls von 80 oder so. Und dann erkennt das Fubarmband nicht das Spazierengehen, was ich immer sehr schade finde. Denn die Apple Watch ist da sehr gut drin und erkennt immer nach ungefähr einem Kilometer, ob ich gerade spazieren gehe oder nicht. Wenn ich Fahrradfahren war, wenn ich eine anstrengende Sporteinheit gemacht habe, dann erkennt Whoop das auch, aber halt nicht so kleinere Sachen wie mit dem Fahrrad kurz mal irgendwo hinfahren oder so. Garmin erkennt das theoretisch und auch praktisch. Auch Spazierengehen erkennt Garmin automatisch. Aber jetzt kommt der große Nachteil. Während die Apple Watch das erkennt und dann sagt, hey Fabian, möchtest du nicht diese Sporteinheit tracken? Ich erkenne sie doch hier gerade. Sagt Garmin gar nichts dazu, trackt das quasi heimlich im System. Und diese getrackte Sporteinheit unterscheidet sich aber von offiziell gestarteten Sporteinheiten, weil die einfach irgendwo im Garmin-System gespeichert werden. Man sieht die dann in dem Kalender, den kein Mensch benutzt oder ich zumindest nicht. Und diese Daten werden aber nicht in Apple Health übertragen. Das heißt, diese Funktion ist für mich persönlich vollkommen sinnlos, weil ich weiß, okay, wenn ich eine Sporteinheit mit Garmin tracken will und die auch später in Whoop bzw. in Apple Health sehen will, dann muss ich sie aktiv starten, weil Garmin sie nicht mit einem automatischen Tracking speichern kann, sodass sie in Apple Health landen. Von daher ist am Ende dann doch da Whoop besser, obwohl mir Whoop da auch nicht gefällt, weil Apple da für mich mit Abstand die beste Lösung gefunden hat. Der Akku ist immer ein wichtiger Punkt bei Elektrogeräten. Meine Apple Watch hat am Anfang einen ganzen Tag gehalten. Ich hatte die Series 5, die hatte ich dann jetzt über mehrere Jahre. Und da war es jetzt so, dass wenn ich die morgens um 7, 8 Uhr umgemacht habe, dass sie dann irgendwann um 17, 18 Uhr schon leer war. Und wenn ich dann irgendwie laufen gehen wollte oder zum Sport gehen wollte, dann war der Akku schon leer. So, was mich dann natürlich sehr geärgert hat, weshalb ich auch auf eine neue Uhr umgestiegen bin. Als Apple-User war ich dann natürlich total begeistert, als ich das Whoop-Armband vor 2-3 Jahren bekommen habe, weil der Akku vom Whoop ungefähr 3 bis 5 Tage hält, so grob. Also ich würde sagen, so 4 Tage im Schnitt. Ich achte da ehrlich gesagt nicht mehr so genau drauf, aber ich würde sagen, so im Schnitt 4 Tage. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Akku jetzt großartig schlechter geworden ist über die Zeit. Jetzt komme ich zu Garmin und hier hält in dem Modus, wo ich kein Always-On-Display habe, also wo der Display dann ausgeht, wenn ich die Uhr quasi wegdrehe, hat der Akku über 8 Tage gehalten. Und wenn ich den Always-On-Display-Modus anhabe, hält der Akku 5 bis 7 Tage. Und das Whoop-Armband hält 3 bis 5 Tage. Wie kann es sein, jetzt, dass ein Gerät, was ein Display besitzt, der die ganze Zeit an ist, weniger lange hält als so ein Whoop? Jetzt muss man natürlich sagen, dass so vom Gesamtvolumen die Uhr auch nochmal ein bisschen größer ist und ein bisschen breiter ist. Also es ist ein bisschen mehr Platz für den Akku. Trotzdem zeigt mir das, dass eigentlich beim Whoop noch viel mehr Potenzial sein müsste, weil das Gerät mit Display eine längere Akkuzeit hat als das Gerät ohne Display. Whoop arbeitet mit 3 verschiedenen Scores. Der erste Score ist der Recovery Score. Ich stehe morgens auf und dann guckt sich Whoop an, wie mein Schlaf war und sagt, hey, dein Recovery Score liegt zwischen 0 und 100. Dann gibt es den Strain Score. Der Strain Score sagt an, wie kaputt ich bin, wie sehr ich mich angestrengt habe. Also je mehr Sporteinheiten ich gemacht habe am Tag, je mehr ich mich bewegt habe am Tag, desto größer ist am Ende der Strain Score. Und der dritte Wert, es ist kein richtiger Score, aber der Wert, der natürlich mit am wichtigsten ist, ist der Schlaf. Also wie lange habe ich heute Nacht geschlafen? Aber im Endeffekt schaut man sich immer an, wie sehr habe ich mich erholt und wie ist meine Anstrengung heute? Und Whoop empfiehlt dann immer, wie sehr man sich heute ungefähr anstrengen sollte, basierend auf dem Recovery Score. Und dieser Score, dieser Recovery Score, der verändert sich auch über den Tag nicht. Und Garmin macht das ein bisschen anders. Garmin sagt, hey, du bist jetzt aufgewacht und dann hast du einen Body Score von 0 bis 100. Und während des Tages wird dieser Wert immer geringer. Also ist es quasi Recovery Score minus Strain Score, der aber live über den Tag berechnet wird. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ist es abends um 17 Uhr und
du wolltest eigentlich noch eine lange Laufeinheit machen und dann sagt aber der Body Score oder Body Score, ja, du hast aber nur noch einen Score von 25 übrig, du bist eigentlich schon total kaputt. Das finde ich super interessant, weil man so schon über den Tag nochmal besser sieht, wie das Gerät einschätzt, wie kaputt ich heute eigentlich schon war. Gerade wenn man irgendwie einen anstrengenden Tag auf der Arbeit hatte, wo man sich vielleicht gar nicht so viel bewegt hat, plus halt noch schlechter Schlaf in der Nacht davor, dann will man trainieren und dann läuft das Training schlecht, dann kann man nachträglich nochmal drauf schauen und dann sieht man, ah, okay, guck mal, heute war ich schon total kaputt, bevor das Training überhaupt losging. Das könnte der Grund dafür sein, dass das Training schlecht lief. Ich finde diesen Bodyscore eigentlich ganz cool und fände es cool, wenn Whoop sowas auch einführen würde. Und hier sieht man halt auch nochmal diesen Unterschied von dem, wo ich gesagt habe, Garmin ist mehr im Hier und Jetzt und das Whoop ist eher auf eine langfristige Betrachtung ausgelegt. Was auch noch erwähnenswert ist, ist, dass Garmin eigene Trainingspläne hat, die in der Uhr integriert sind, beziehungsweise die man über Garmin Connect auf die Uhr übertragen kann. Und Whoop hat so etwas überhaupt nicht. Also Whoop gibt einem auch gar nicht vor, welche Trainingspläne man machen soll, was man mehr trainieren soll, etc. Da gibt es keinerlei Möglichkeiten, etwas einzustellen. Man kann, glaube ich, Whoop fragen, ja, was für ein Training soll ich denn heute machen, basierend auf meinem Strain Score. Aber ansonsten gibt es da keine Funktion, die etwas mit Trainingsplänen zu tun hat. Noch eine Ergänzung, die ich ganz cool finde, ist die Tatsache, wie Garmin Kraftsport misst, wenn man ins Fitnessstudio geht. Da hat Whoop ja 2023 ein neues Update rausgebracht und sie versuchen, Kraftsport besser zu messen und sie versuchen, das auch immer weiter zu optimieren. Ich persönlich fand das aber sehr unpassend, gerade dadurch, dass das Whoop einfach kein Display hat, kann man da halt auch wenig irgendwie einstellen und man muss dann immer ans Handy gehen, was total unbequem ist. Man will ja auch gerade im Fitnessstudio nicht immer ans Handy gehen. Außerdem hat mein Fitnessstudio kein gutes WLAN, kein gutes Netz, sodass das bei mir sowieso nicht funktioniert. Und bei Garmin kann man natürlich auch vor allem dank des Displays sehr gut Kraftsport messen und Pausen und einzelne Einheiten eintragen und die Uhr versucht dann auch zu erkennen, was ich denn gerade gemacht habe und zeigt mir am Ende vom Körper so ein Bild an, welche Muskelgruppen ich denn jetzt trainiert habe, was ich ganz cool finde. Was auch noch ein Pro ist bei Garmin, ist, dass Garmin die Körpertemperatur messen kann. Ich muss gestehen, ich benutze das nicht, aber Garmin kann während einer Sporteinheit meine Körpertemperatur messen und mir diese anzeigen. Whoop macht das tatsächlich nur während der Nacht, um mir am nächsten Tag anzuzeigen, wie meine durchschnittliche Körpertemperatur während der Nacht war. Nun zur großen Frage, brauche ich beides? Reicht es nur, die Garmin zu haben? Reicht es nur, das Whoop-Armband zu haben? Das kommt natürlich immer darauf an, was man genau will. Für mich persönlich ist es so, dass ich beides trage, aber nicht 24/7. Die Uhr nehme ich nachts ab, weil ich lieber den Schlaf mit dem Whoop-Armband messe. Was für mich vor allem der Hauptgrund ist, beides zu benutzen, ist die längerfristigere Messung beim Whoop-Armband, wo ich einfach über Wochen, Monate hinweg Daten vergleichen kann und mir anschauen kann, wie sich mein Verhalten, wie sich meine Leistung, wie sich mein Schlaf, wie sich meine Erholung verändert hat. Und das bietet Garmin einfach nicht. Für mich ist es so, dass Garmin einfach eine Sportuhr ist mit erweiterten Funktionen, wo ich mir noch ein paar Sachen einfach ausgeben lassen kann, wie den Schlaf. Und das Whoop-Armband ist einfach ja, ein Datentracker, der mir ganz viele Informationen über meine Gesundheit liefert. Von daher würde ich sagen, wenn man schon eine Garmin-Uhr hat oder wenn man eine Garmin-Uhr hat und man sagt, ja, so viele Sachen, die Whoop hat, die brauche ich gar nicht. Ich möchte einfach so ein bisschen wissen, wie es in meiner Woche lief, einfach ein bisschen gucken, wie der Schlaf läuft. Dann würde ich sagen, reicht es auch vollkommen aus, wenn man eine Garmin-Uhr hat und wenn man es mag, mit so einer Uhr zu schlafen. Das Whoop-Armband wird niemals eine Garmin-Uhr ersetzen, das auf gar keinen Fall. Genauso wie das Whoop-Armband für mich auch nicht eine Apple Watch ersetzt hat. Aber umgekehrt, wie gesagt, kann die Garmin-Uhr das Whoop ersetzen. Für mich persönlich ist es aber weiterhin so, dass ich beides trage, weil beide ihre Stärken haben und in ihrer Kombination ich einfach das Beste aus beiden Welten bekomme. Gerade natürlich beim Whoop-Armband kann man auch Sporteinheiten tracken, aber das ist natürlich mit so einer Uhr viel angenehmer. Ich kann viel mehr sehen und gerade wenn man ambitioniert laufen möchte und nach gewissen Zielen laufen möchte, Intervallen etc., dann braucht man natürlich auch eine Apple Watch oder eine Garmin-Uhr,
wo dann einem bestimmte Intervalle etc. angezeigt werden.